Frieden. Die ersten 8 Schritte. Den rechten Fuß zur Seite, den linken dahinter. Den rechten Fuß zur Seite, den linken Fuß vor den rechten kreuzen. Und jetzt machen wir eine Dreivierteldrehung rechts rum. Und ein Shuffle vorwärts mit rechts. Rechts vor, links ran, rechts vor. Und noch ein Shuffle mit links. Links vor, rechts ran, links vor. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den rechten Fuß nach vorn und machen dabei mit dem Oberkörper eine Drehung nach links und den linken Fuß mit einem Step hinter den rechten. Dann setzen wir den linken Fuß wieder zurück. Jetzt folgt ein Zählerstep. Wir kreuzen den rechten Fuß hinter den linken. Den linken Fuß zur Seite und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Und diese 4 Schritte zeige ich noch einmal bis dahin. Das war der linke Fuß, der war vorn. Und 1, 2, 3 und 4. Jetzt folgt ein Zählershuffle mit einer halben Drehung nach links. Den linken Fuß hinter den rechten kreuzen, dabei schon eine halbe Drehung links rum. Den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder nach vorn. Jetzt folgen 2 Schritte vorwärts mit rechts, links. Ich zeige die letzten 4 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4. Und die letzten Schritte noch einmal im Zusammenhang. Und 1, 2, 3 und 4. 5 und 6, 7, 8. Und ich zeige diese letzten 8 Schritte noch einmal von dieser Seite, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. Und 1, 2, 3 und 4. 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Den rechten Fuß vorn absetzen und gleich die linke Fußspitze links absetzen. Den rechten Fuß nach vorn und die linke Fußspitze nach links. Jetzt machen wir eine halbe Drehung rechts rum und setzen den linken Fuß ab. Und ein Chassis mit rechts beginnend nach rechts. Den rechten zur Seite, den linken ran und den rechten Fuß zur Seite. Und diese Schritte zeige ich noch einmal. Und 1, 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir den linken Fuß an den rechten ran. Die rechte Fußspitze rechts absetzen. Eine halbe Drehung nach rechts, den rechten Fuß absetzen. Und mit links machen wir ein Chassis nach links. Den linken Fuß zur Seite, den rechten ran, den linken Fuß zur Seite. Und diese 8 Schritte noch einmal. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Und damit man das besser sieht, zeige ich das noch einmal von der anderen Seite. Das war der Ausgangspunkt. Und 1, 2, 3 und 4. 5, 6 und
7 und 8. Noch einmal. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. Eins, zwei und drei, vier, 5 und 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Und die letzten 8 Schritte, da drehe ich mich gleich rum, dann sieht man das besser. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt folgen 2 Kickball Cross. Wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn, den rechten Fuß neben den linken absetzen und den linken Fuß vor den rechten kreuzen. Das gleiche noch einmal. Rechte Fußspitze nach vorn setzen, neben linken absetzen und den linken Fuß über den rechten kreuzen. Ich zeige diese 4 Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach rechts, drehen etwas unseren Oberkörper, setzen die linke Ferse vorn auf. Den linken Fuß an den rechten ran, den rechten Fuß über den linken kreuzen, den linken Fuß zur Seite, Oberkörper wieder drehen, die rechte Ferse vorn aufsetzen. Den rechten Fuß an den linken wieder ran und den linken Fuß über den rechten kreuzen. Diese letzten 4 Schritte zeige ich noch einmal. Und 1 und 2 und 3 und 4. Noch einmal. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und die letzten 8 Schritte nochmal im Zusammenhang. 1 und 2, 3 und 4. Und 5 und 6 und 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4. 5 und 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4. 5 und 6, 7, 8. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Das wäre die dritte Sequenz. Und hier wird in der 7. Runde abgebrochen und von vorn begonnen. Und jetzt kommen noch die letzten 8 Schritte. 1 und 2, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und noch einmal alles von vorn. 1, 2 und 3, 4. 5 und 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4. 5 und 6, 7, 8. Und 1, 2, 3 und 4. Und 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und. Jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn. Und nicht vergessen, die Brücke in der 7. Runde nur 3 Sequenzen tanzen und von vorn wieder beginnen. Und jetzt beginnt der Tanz von vorn.